Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, was diesen Monat so auf uns zukommt. Wir haben das Update ja bereits installiert, wir konnten es schon runterladen. Patch 23.0 ist live. Wir bekommen in Kürze 23.0.1 mit ein paar Hotfixes, die hoffentlich die nervigeren Probleme der ganzen Sache ein bisschen beheben. Darum geht es aber heute gar nicht. Wir schauen uns heute die Event Quest und die zwei zusätzlichen Missionen, die wir bekommen, an. Das sind nämlich ein paar coole Sachen dabei und ein paar sehr irritierende Sachen, die zumindest ich persönlich ein bisschen irritierend fand und die ich euch jetzt hoffentlich erklären kann, was es damit auf sich hat. Und dann könnt ihr morgen Abend mit vollem Wissen in die Mission starten und wisst genau, was auf euch zukommt. Ohne PF. Gut, wir haben als erstes mal die monatliche Event Quest. Das ist ja wie immer Avengers Forever heißt die dieses Mal. Avengers für immer, keine Ahnung, wie das dann auf Deutsch heißt. Das ist die ganz normale monatliche Event-Mission, läuft vom 24. April. 10 AM PDT ist uns 19 Uhr, 20 Uhr. Ich weiß nicht, wie es seit der Zeitumstellung ist. Ich glaube, es ist immer noch 19 Uhr oder wieder 19 Uhr. Unsere Zeit bis 5. Juni. Wer einen Legenden-Run machen will, hat bis 8. Mai dafür Zeit. Viel Spaß damit. Das schauen wir uns auch gar nicht an. Die Belohnungen hier sind immer die gleichen. Da ändert sich auch nichts. Über den Schwierigkeitsgrad können wir nichts sagen. Ihr könnt schon hier in den Kommentaren sehen. Die Leute sind auch ein bisschen enttäuscht, dass es keine Updates gibt für die Belohnungen. Zwei interessante Sachen, die in der Ankündigung drinstehen. Wir haben einmal die Children of Thanos. Das hatten wir mit der Black Order, mit dem Thema, mit den speziellen Charakteren letztes Jahr, wo es die verschiedenen Versionen von Scarlet Witch, King Groot, Hyperion und Vision war es, glaube ich. Und Guillotine, wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben wir natürlich den Mad Titan selber, Thanos. Das bedeutet, wir werden diesen Monat gegen Thanos kämpfen. Das war ja eigentlich abzusehen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass die meisten das erwartet haben. Ich bin gespannt drauf, vor allem weil wir ja mit Karl Obsidian und Ebony Maw mittlerweile noch zwei weitere Champions im Spiel oder ins Spiel bekommen, die auch in Infinity War vorkamen. Das heißt, Thanos hat seine komplette Infinity War Crew dabei. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich glaube, das könnte relativ cool werden. Vielleicht wird es wieder so ein Event, wo wir gegen den super starken Thanos kämpfen, den man nur einmal besiegen muss. Es wurde ja ein bisschen was geleakt, beziehungsweise gedatamined. Eine neue Version von Thanos, der auch so schwarz-weiß ist und so. Da müssen wir mal schauen, ob da irgendwas Cooles bei rauskommt. Wir werden es aber dann morgen Abend sehen, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das wollte ich auch nur kurz erwähnen, dass ihr wisst, dass wir eine ganz normale Event-Quest haben und dass das, worüber ich jetzt rede, nicht die normale Event-Mission ist. Es geht nämlich um zwei verschiedene Events. Einmal ist Quest for the Stones und einmal Save the Battle Realm. Das sind zwei separate, beziehungsweise also schon zwei getrennte Events, die aber miteinander interagieren. Das Ganze läuft 6 Wochen lang. Wir haben hier zwei neue Quests für die Beschwörer, das sind in dem Fall wir, ab dem 24. April, das ist in dem Fall morgen Abend 19 Uhr, je nachdem wann ihr es anhört oder anschaut, 24. April 19 Uhr, läuft bis 5. Juni, das bedeutet, die Zeit ist original die gleiche, das läuft alles gleich. Und das ist einmal Last Stand Quest for the Stones und Last Stand Save the Battle Realm. Das sind zusätzliche Quests, wie schon gesagt. Wir reden erst über Quest for the Stones. Quest for the Stones, darum geht es. Also Quest, wisst ihr ja, ist eine Mission. Es geht um die Steine, die Infinity-Steine. Wir haben 6 Wochen. In den 6 Wochen geht es in jeder Woche um einen bestimmten Infinity-Stein. Und kann man sich durch die Mission erspielen. Dann kann man einen bestimmten Champion stärker machen. Die Reihenfolge ist Woche 1 Captain America, der hat den Seelenstein. Dann haben wir Woche 2 Iron Man, der hat den Gedankenstein. Dann Hawkeye hat den Realitätsstein. Black Widow hat den Zeitstein. Hulk hat den Machtstein. Und Thor hat den Raumstein. Wenn man die Mission durchspielt, beziehungsweise die Woche, dann erhält man die 3-Sterne-Version von dem entsprechenden Champion. Wenn man die Anfänger-Version
Version davon durchspielt, die Zwei-Sterne-Version des entsprechenden Champions. Ja, jede Woche natürlich Kristalle mit den Champions, die ihr kaufen könnt. Das ist natürlich logisch. Ihr sollt ja auch euer Geld ausgeben und nicht nur das Spiel zum Spaß spielen. Wichtig ist, dass die Steine jegliche Sterne-Version von dem Champion verbessern. Was genau die verbessern, da gehen wir gleich drauf ein. Das machen wir am Ende vom Video. Das könnte vielleicht ein bisschen länger dauern und der ein oder andere hat da vielleicht keinen Bock drauf. Wenn ihr, also wenn ihr eine 3-Sterne, eine 4-Sterne-Version vom gleichen Champion habt, erhalten beide die Verbesserungen, die Enhancements aus der Quest. Und es geht aber nur um die spezifischen Champions, also in dem Fall um Captain America, nicht Captain America, Zweite Weltkriegsversion, nicht Captain America, Infinity War, nur den originalen Captain America. Das gleiche für Iron Man. Es geht nicht um Iron Man Infinity War, es geht nicht um Superior Iron Man. Der Standard Basic Iron Man. Hawkeye haben wir ja nur einen, Black Widow auch. Bei Hulk auch hier nur der normale Hulk und Thor ist auch nur der normale Thor, der kosmische Thor, der Original-Thor, der OG. Gut, die. Gut. Das bedeutet, wir spielen jede Woche eine Mission. Wir spielen die durch, wir erhalten den Stein, die Champions werden besser. Für was brauchen wir die Steine? Die Steine brauchen wir dann für die zweite Mission. Save the Battle Ram rettet das Schlachtfeld. Ja, ich glaube, es wird immer mit Schlachtfeld übersetzt. Da geht es darum, dass wir den Champion, den wir verbessert haben, dann für die Mission einsetzen. Wie hier steht, heißt es, ihr müsst nicht den entsprechenden Avenger einsetzen. Ihr könnt andere Champions einsetzen. Die haben aber einen extremen Vorteil. Und warum, werdet ihr merken, wenn wir die Fähigkeiten anschauen, die Champions da dafür bekommen. Es gibt leider hier keine weiteren Informationen zu der Mission. Das ist alles, was wir wissen. Wir spielen die erste Mission, wir bekommen den Stein, der Champion wird verbessert, wir spielen die zweite Mission mit dem Champion. Ob man die mehrmals spielt, nee, ob man die mehrmals durchspielen muss oder ob man die nur einmal spielen muss, ist unklar. Hier steht, es gibt 6 Pfade in jeder Mission. Vielleicht ist es also nur eine Mission und die hat 6 Pfade und wir müssen alle 6 Pfade spielen, um das 100% erkunden. Vielleicht sind es 6 verschiedene Missionen mit jeweils einem Pfad. Wir werden es sehen. Insgesamt dauert es dann halt eine ganze Weile. Und ist ja okay, dann haben wir uns immer 6 Wochen beschäftigt. Hier sind nochmal die Drop Rates bzw. der Inhalt von den letztes Gefecht Kristallen. Ich muss da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Die meisten von euch haben ja schon oder wissen ja schon, dass es ein bisschen ein Schmarren ist. Aber wir können uns die anderen Belohnungen anschauen. Die Infinity Crystal Shards hier sind vermutlich die letztes Gefecht Kristallsplitter. Das scheint einfach nur falsch zu sein. Ja, die Belohnungen insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, hauen jetzt hier niemand vom Hocker. Hier sind es 805-Sterne-Splitter, hier sind es 1305-Sterne-Splitter, 1550-5-Sterne-Splitter. Das ist insgesamt jetzt nicht so mega viel, vor allem wenn man bedenkt, dass wir jetzt gerade die Negativzone hatten, die hat einfach so viele 5-Sterne-Splitter ausspuckt. Wir bekommen einen Stufe 4 Klassenentwickler-Kristall, das ist vielleicht ganz cool für diejenigen, die den brauchen. Es gibt auf jeden Fall ganz viele von den Letztes Gefecht-Kristallsplitter, die aber ja auch nicht wirklich gut ankommen, einfach aufgrund der Inhalte und wird die große Diskrepanz zwischen gut und schlecht. Jetzt muss ich kurz schauen, jetzt sind wir schon 8 Minuten im Video, in der 9. Minute. So viel zu den Missionen. Ich kann das nur nochmal kurz zusammenfassen. Also wir bekommen jede Woche eine neue Mission, in der wir einen von den Infinity-Steinen erspielen. Der Infinity-Stein verstärkt einen Champion, den wir haben. Und wenn wir mit dem Champion, können wir dann eine andere Mission spielen. Oder der Champion hat in einer anderen Mission einen Vorteil gegen die Gegner, sei es durch den auf dem Pfad, den wir mit dem gehen, sei es in der Mission, die wir damit spielen. Vielleicht hat jede Mission mehrere Pfade. Es ist ein bisschen verwirrend. Es sind einfach insgesamt ein bisschen wenig Infos dazu. Es wäre interessant zu wissen, wie gut das Ganze dann mit einer 3- oder 4-Sterne-Version von den entsprechenden Champions funktioniert. Aber da Thor zum Beispiel jetzt nur ganz kurz verfügbar war, als 5-Sterne-Version und Black Widow ja auch recht selten ist als 5-Sterne-Version und kein Menschen originalen Captain America oder Iron Man als 5-Sterne-Version aufwertet, hoffe ich mal,
dass das Ganze relativ gut mit den Vier-Sterne-Champions funktioniert. Das werden wir uns aber anschauen. So, dann schauen wir uns kurz die Fähigkeiten von den Champions an, die sie durch die Steine bekommen. Ich werde das Ganze jetzt nicht Wort für Wort durchgehen, sondern ich werde kurz erklären, was das Ganze für den Champion bedeutet. Für Captain America haben wir Karmic Blast. Das bedeutet, wenn er den Gegner lähmt, wenn der Gegner eine Ermüdung drauf hat, das ist der Debuff, den Captain America immer wieder verursacht, bekommt der Gegner einen Powerstich. Wir wissen ja, wenn der Gegner einen Powerstich drauf hat, eine Superkraft einsetzt, verliert er Leben. Captain America regeneriert dann außerdem HP und wenn er pariert, regeneriert er HP. Wenn er einen Champion besiegt hat, dann erhöht sich sein Schaden und sein physischer Widerstand und ein Prozentsatz von dem Schaden, den Captain America durchs Parieren mitigiert, wird auf den Gegner zurückgeworfen. Das heißt, wenn ihr pariert, nimmt der Gegner Schaden. Ziemlich cool insgesamt. Captain America ist eh ein Charakter, der sehr tanky ist. Die Fähigkeit, dass wenn er einen Gegner besiegt hat, dass sich sein Schaden erhöht und dass sich sein physischer Widerstand erhöht, macht ihn einfach noch tanky und erhöht ihn und sorgt halt dafür, dass er ein bisschen Schaden verursacht. Das ist nämlich so eine Sache, die bei Captain America ganz arg fehlt. Er macht einfach viel zu wenig Schaden. Und auch die Tatsache, dass der Gegner immer wieder einen Powerstich drauf hat, sorgt halt dafür, dass der Gegner sich irgendwann im Prinzip selber killt. Ist eine sehr coole Spielweise, finde ich jetzt mal so. Dann haben wir Iron Man. Iron Man hat. Arbeitet mit Rüstungsaufladungen, alle 3 Sekunden bekommt er Rüstungsbuffs, basierend darauf, wie viel Kraft er hat. Ich weiß es nicht, ob das basierend darauf, wie viel Kraft er im Verlauf des Kampfes insgesamt gewonnen hat oder nur für die Anzahl der aktuellen Kraftbalken, die er hat. Auf jeden Fall wird seine Rüstung dadurch erhöht. Wenn er einen schweren Angriff einsetzt, waren die Rüstungsbuffs von ihm umgewandelt in Schock. Debuffs auf den Gegner, das bedeutet, der Gegner nimmt dann Schockschaden. Basierend auf der Anzahl der Schock-Debuffs auf dem Gegner hat Iron Man dann außerdem eine offensive Kraftzufuhr, bedeutet, wenn der Gegner angreift, gewinnt er mehr Kraft. Es ist außerdem so, dass er die Kraft vom Gegner verbrennt, das bedeutet, wenn der Gegner Kraft gewinnt, verliert er sie wieder und nimmt Schaden und seine Arc-Überladung, die Iron Man ja bekanntermaßen hat, wird verstärkt und gibt ihm außerdem Rüstungsbuffs. Das bedeutet, Iron Man hat im Prinzip mehr Rüstung und eine zusätzliche Möglichkeit, Schaden zu verursachen, in dem Fall eben den Schockschaden. Er hat außerdem noch einen Spot, aber da muss man jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Dann haben wir Hawkeye. Hawkeye ist so ein bisschen mein Favorit auf der Liste. Es ist nämlich so, für jeden Schlag auf dem Combo-Zähler, den Hawkeye macht, erhöht sich der Schaden seiner Schaden über Zeit, Debuffs, sprich seiner Blutungen, die er mit seinen verschiedenen Superkräften verursachen kann. Es gibt hier ein paar Sachen, die nicht ganz klar werden aus dem, was hier steht. Es wird hier zum Beispiel von Hot and Heavy geredet und von Bruised and Bloody. Was genau das ist, weiß man nicht. Hier wird auch von Schock und Einäschern-Debuffs geredet. Einäschern-Debuffs erhält der Gegner, wenn Hawkeye Blutungen verursacht. Alle Schock- und Blutungs-Debuffs werden in Einäschern-Debuffs umgewandelt. Warum das der Fall ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das Ganze dann interagiert. Ich weiß auch nicht, woher Schock-Debuffs kommen sollen. Da fehlt vielleicht irgendwas oder ist irgendwas noch nicht ganz klar. Es handelt sich ja hier um Fähigkeiten, die gedatamined wurden. Da kann einfach was fehlen. Dann haben wir die coole Sache. Und es ist momentan ja ein bisschen so, wenn man Hawkeye spielt und der Gegner nicht bluten kann, ist es ein bisschen nervig, weil es doch relativ viel Schaden ist, der da verloren geht. Für das Event bzw. für die Quest ist allerdings so, wenn der Gegner immun gegen Schock, Blutung oder Einäschern ist, verursachen die Fähigkeiten stattdessen eine Degeneration. Das bedeutet, wir haben trotzdem Schaden über Zeit und der Schaden über Zeit wird ja durch jeden Schlag auf dem Combo-Zähler erhöht. Da freue ich mich wirklich drauf. Hawkeye ist einer meiner absoluten Lieblings-Champions im Spiel. Ja, dann haben wir Black Widow. Black Widow hat ein paar coole Sachen. Im Prinzip wird ihr Toolkit einfach verstärkt. Das bedeutet, sie verursacht deutlich mehr Schaden. Ihre kritischen Fähigkeiten werden extrem erhöht. Sie hat außerdem die Fähigkeit, dass wenn durch ihre Signaturfähigkeit, Fähigkeiten vom Gegner
vom Auslösen, also das Auslösen der Fähigkeiten vom Gegner unterdrückt wird, gewinnt Black Widow Kraft. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, ob es sich dabei um eine spontane Kraftzufuhr oder um eine Kraftzufuhr über einen bestimmten Zeitraum handelt. Auf jeden Fall, das ist wie wenn Domino verhindert, dass eine Fähigkeit ausgelöst wird und der Gegner Schaden nimmt, ist es halt hier so, dass Black Widow Kraft gewinnt. Wenn sie einen Kraftbalken voll macht, werden alle Debuffs von ihr entfernt und waren alle Debuffs von ihr entfernt. Punkt. Zusätzlich wird Black Widows Ausweichchance extrem erhöht, und zwar auf Höhe ihrer kritischen Rate, also ihrer kritischen Wertung. Das bedeutet, die wird relativ hoch sein. Wenn sie automatisch ausweicht, werden alle Volltreffer-Debuffs vom Gegner, Volltreffer-Buffs vom Gegner entfernt. Es werden außerdem alle ihre Buffs erneuert und es hat eine x-prozentige Chance, dass der Gegner für ein paar Sekunden betäubt wird, also das ist ziemlich krass. Ja, dann haben wir hier eine coole Sache: Ihre Superkräfte verbrauchen Kraft nicht mehr auf einen Schlag, so wie wir das jetzt kennen, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Während dem Zeitraum, wo sie langsam Kraft verliert, wenn sie in der Zeit Schaden nimmt und dann der Kraftverlust endet, also der Kraftauslauf, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will, dass man sich da nicht gegenseitig verwirrt. Wenn das endet, also wenn sie die komplette Kraft verloren hat, dann bekommt sie einen bestimmten Prozentsatz an HP zurück, den sie in der Zeit verloren hat. Das funktioniert dann wie Magic's Limbo. Ich weiß allerdings nicht, ob sie alles wieder heilt, weil wir hier halt eine Zahl drin haben. Das bedeutet, das ist normalerweise dann x Prozent und das ist eigentlich ziemlich cool. Es ist außerdem so, während Kraft ausläuft, ich nenne es jetzt einfach mal so, oder verbraucht wird, wird die Dauer aller Grausamkeitsbuffs pausiert. Das bedeutet, die sind weiterhin aktiv, laufen aber nicht ab und jeder kritische Treffer erhöht die Anzahl der Grausamkeitsbuffs bei Black Widow. Das bedeutet, die macht ultra viel Schaden nach einer Zeit. Das ist richtig krass. Bei Hulk haben wir auch ein paar coole Sachen. Und zwar ist Hulk ein richtig krasser Tank mit dem Stein. Er kann nicht mehr als x% seiner HP verlieren. Würde er mehr als x% seiner HP durch eine einzige Attacke verlieren, wird er unzerstörbar und unaufhaltsam. Sein physischer Widerstand und sein Schaden werden basierend auf der Menge an HP, die er verloren hat, erhöht. Das bedeutet, je weniger HP Hulk hat, desto weniger Schaden nimmt er und desto mehr Schaden verursacht er. Alle seine Wutausbrüche werden durch verstärkte Wutausbrüche ersetzt. Seine verstärkten Wutausbrüche laufen nicht ab, stapeln bis zu 99. Und je mehr verstärkten Wutausbrüchen er hat, desto mehr oder desto Ja, desto mehr erhöhen sie seine Angriffskraft. Das ist also ziemlich, ziemlich krass. Er hat außerdem einen Schutz gegen Energieschaden und jedes Mal, wenn er einen Energieschaden erleidet, dann hat er eine x-prozentige Chance, einen Wutausbruch zu bekommen. Es ist außerdem so, dass sein Widerstand, sein Schaden und alles wird einfach auch nochmal durch seine Kraft erhöht. Das bedeutet auch, der Hulk ist einfach ein richtiges Tier. Er ist ja momentan eh schon recht gut, aber das wird einfach nochmal krasser. Wenn er eine Superkraft einsetzt, und das ist ziemlich cool, das kann zu richtig coolen Situationen führen. Wenn er eine Superkraft einsetzt, während er unaufhaltsam oder unzerstörbar ist, verbraucht die weniger Kraft. Das ist eigentlich relativ wurscht, oder? Es ist nicht egal, aber es ist nicht der Hauptpunkt der Sache, sondern die Anzahl seiner Wutausbrüche wird verdoppelt. Yep, das bedeutet, wir könnten da einen richtig krassen Hulk am Start haben. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall insgesamt auf das Event. Jetzt schauen wir uns noch kurz den letzten an. Der letzte ist Thor. Thor hat ein Hochdruckgebiet um sich herum. Wenn er beim Gegner steht, dann bekommt er Hochdruck, High Pressure. Ich weiß nicht, ich würde es Hochdruck nennen. Wenn er vom Gegner weg ist, dann wird das wieder entfernt. Das funktioniert also wie die globalen Knoten in Akt 6. Während er beim Gegner steht, beziehungsweise während er sein Hochdruckgebiet aktiv hat, bekommt der Gegner alle 5 Sekunden einen Rüstungsbruch, was seine Rüstung natürlich verringert.
Wenn sein Hochdruckgebiet aktiv ist, laufen die Rüstungsbruch-Debuffs beim Gegner nicht ab und alle Buffs auf Tor laufen auch nicht ab. Gut, das hatten wir schon. Wenn Tor einen schweren Angriff absolviert, also wenn er mit einem schweren Angriff trifft, erhält er einen Aptitude-Buff. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Da müsste ich nachschauen. Ist auf jeden Fall bestimmt irgendwas, was seinen Schaden enorm erhöht. Und wenn der Gegner gelähmt ist. Ah, wenn der Gegner gelähmt ist und Thor den Gegner nochmal lähmt, dann erhält er einfach nochmal. Ein Aptitude-Buff ist wohl das, was einfach alle seine Buffs erhöht, also seine Wutausbruch, Rüstung und Präzision. Das bedeutet, wenn man. Tor kann man ja so spielen, dass man immer wieder die erste Superkraft einsetzt und den Gegner im Stunlock hält. Das scheint so der Plan zu sein, weil das dann den Schaden von Tor nochmal enorm erhöht. Ich bin jetzt mal durch. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Also mich würde es nicht wundern, wenn das jetzt überhaupt niemand geholfen hat. Insgesamt ist es so, dass die Champions einfach hart verbessert werden. Ich freue mich von allen am meisten auf Hawkeye, weil es einfach mit einer meiner Lieblings-Champions im Spiel ist. Und von den Avengers vermutlich mein Lieblingschampion. Thor finde ich auch ziemlich cool, spiele ich immer noch sehr gern. Die Vier-Sterne-Version davon. Ja. Mit Iron Man kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Captain America, na, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die alten Charaktere ein bisschen verbessert werden. Es scheint auch wirklich so, dass man mit den Steinen dann auch mit niedrigeren Versionen von den Champions da spielen kann. Wir werden uns das dann mal anschauen, wie gut das tatsächlich funktioniert und ob man wirklich eine Möglichkeit hat, mit einem 3-Sterne-Champion da durchzukommen. Mit einem 4-Sterne-Champion muss es möglich sein. Einfach weil es Thor und Black Widow eigentlich nur ganz kurz als 5-Sterne-Version gab. Ich bin mal gespannt. Ja, damit belasse ich es jetzt mal. Ich hoffe, dass es jemand geholfen hat. Vielleicht hat zumindest der erste Teil vom Video irgendjemand was gebracht. Wie gesagt, das war's dann jetzt von mir. Wir werden uns die Mission dann morgen mal anschauen. Ich hoffe, dass es cool wird, die Belohnungen. Ja, könnten vielleicht noch besser werden, wer weiß. Das war's dann jetzt von mir, jetzt aber wirklich. Also haut rein, Leute, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.